Zeit zurück, als man noch mit seinem Kopf dachte, als mit seinem besten Stück, als man noch ohne rot zu werden sagen konnte, ja, ich höre Rap. 2004 und heutzutage macht jeder mal Tracks. Musik wird wertlos, wenn's jeder macht, doch keiner liebt. Und für 5 Minuten Ruhm gibt's in der Szene dann Krieg. Die kleinen Fische wollen den Großen an ihre Beine pissen, um im Internet Helden zu sein, die alles ficken. Rap ist voll von harten Gangster-Rappern, Ghetto Kids, 6 Knackis und Messerstechern. Die haben ne Gasknarre und Boys in the Hood gesehen, stehen am Beachy mit Bier und wollen sich wie Tupac benehmen. Das ist das wahre Leben, deshalb ist jeder von denen real. Bad Boys und Gesichtskirmes im großen Stil. Ich hab die Schnauze so gestrichen voll, frag mich, was das soll. Ist das Publikum dumm oder schon Garant für Erfolg? Herzlos, so viel liebloser Dreck. Herzlos, denn ihr seid nicht echt. Herzlos, deshalb ist das hier meine Pflicht. Ihr zerstört, was ich lieb, doch ihr kapiert es nicht. Herzlos, so viel liebloser Dreck. Herzlos, denn ihr seid nicht echt. Herzlos, deshalb ist das hier meine Pflicht. Ihr zerstört, was ich lieb, doch ihr kapiert es nicht. Die Auflagen und Altschakwohn stürzen ab. Immer die gleichen Halbtoten hat man irgendwann satt. Ich kenn all eure Phrasen, was ihr sagt ist für ein Arsch. Gebt bitte erst das Interview und raucht danach euer Gras. Ich kenn noch die Zeit, da war ein Hip-Hop-Magazin nicht mehr und weniger als eine billige Schwarz-Weiß-Kopie. Jetzt gibt Support nur, wenn ihr zig Anzeigen kriegt, oder man wird beleidigt, wenn man sein Album liest. Ich hab echt kein Problem mit ehrlicher Kritik. Ich schwör, dass wenn ich merk, dass der Schreiber das Album wenigstens gehört. Ist das zu viel verlangt für jemand, der sich Journalist schimpft, persönlich beleidigt und haufenweise Shit bringt? All das gespielte Lachen, Nein auf Kollegen machen, sich freundlich begegnen, noch hinterrücks hassen. Hip-Hop-Deutschland ist sich bewegen in Klassen, in den Spacken, die Kacke reden, sich nur toll über andere Leute Leben machen. Herzlos, so viel liebloser Dreck. Herzlos, denn ihr seid nicht echt. Herzlos, deshalb ist das hier meine Pflicht. Ihr zerstört, was ich lieb, doch ihr kapiert es nicht. Herzlos, so viel liebloser Dreck. Herzlos, denn ihr seid nicht echt. Herzlos, deshalb ist das hier meine Pflicht. Ihr zerstört, was ich lieb, doch ihr kapiert es nicht. Deutschland ist voll von Kollegenschwein. Menschenmassen reden nur Scheiße oder wollen einen totschweigen. Ich weiß schon klar, für ein Feature fehlt im Moment die Zeit. Du arbeitest mit Mr. X an Hits für 3000 Nights. Deutsche Rapper hassen deutschen Rap, außer ihre Tracks. Es gibt nicht viel Gutes, aber doch einen kleinen Rest. Ich leg keinen Wert auf dieses geldverliebte Biss. Shit, wie immer schon sagt, das Geld ist das Gift. Ich brauch niemanden von euch, bin von euch viel zu enttäuscht. Aber man sieht sich zweimal spätestens, wenn's nicht mehr so läuft. Und ich hoffe euch, dass ein neuer Forschung noch reicht, um sich nicht blicken zu lassen bei den Massen am Mike. Die wollen euch Schnarchnasen live wahrscheinlich eh nicht sehen, weil die meisten von denen lieber zum Schlafen nach Hause gehen. Aber es geht nur darum, welche Namen auf dem Flyer stehen. Rapper werden arbeitslos und können auf dem zweiten Bildungsweg als Staplerfahrer ihre Runden drehen. Herzlos, so viel liebloser Dreck. Herzlos, denn ihr seid nicht echt. Herzlos, deshalb ist das hier meine Pflicht. Ihr zerstört, was ich lieb, doch ihr kapiert es nicht. Herzlos, so viel liebloser Dreck. Herzlos, denn ihr seid nicht echt. Herzlos, deshalb ist das hier meine Pflicht. Ihr zerstört, was ich lieb, doch ihr kapiert es nicht. Meine Pflicht, ihr zerstört, was ich lieb, doch ihr kapiert es nicht. Herzlos, so viel liebloser Dreck. Herzlos, denn ihr seid nicht echt. Herzlos, deshalb ist das hier meine Pflicht. Ihr zerstört, was ich lieb, doch ihr kapiert es nicht.